Ein herzliches Glück auf zu Sommer daheim am Donnerstag. Sommer, das ist für viele die beste Zeit zum Heiraten. Wussten Sie, dass im Erzgebirge allein das Standesamt Schwarzenberg 11 Orte für eine Trauung anbieten kann? Wir kommen später darauf zu sprechen. Los geht's in Eibenstock. Erzgebirge ist, wo in Eibenstock im Schatzhaus Erzgebirge Raritäten aus der örtlichen Industriegeschichte bewahrt werden und zudem ein großer Fundus an erzgebirgischer Volkskunst zu Hause ist. Und Erzgebirge ist, wo man auf dem Scheibenberg bei einem Spaziergang auf dem oberen Bergrundweg verschiedene Aussichten genießen kann. Die Staatsstraße 266 wurde zwischen Neudorf und Kranzahl seit Februar 2023 auf einer Länge von rund 930 Metern umfassend erneuert. Die Verkehrssicherheit in den Ortslagen verbessern jetzt eine ebene Fahrbahn, die Trennung von Fußgängern und motorisiertem Verkehr sowie die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ein optimierter Bauablauf und günstige Witterungsbedingungen trugen dazu bei, dass die Verkehrsfreigabe deutlich früher als ursprünglich geplant erfolgen konnte. Die Straße wurde zu Beginn des neuen Schuljahres für den Verkehr freigegeben. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurden unter anderem ein durchgehender Gehweg mit einer Breite von 2 Metern gebaut und 2 Haltestellen für den ÖPNV neu und barrierefrei gestaltet. Außerdem wurde ein Wanderparkplatz errichtet. Im Zuge der Maßnahme erfolgte auch die Instandsetzung einer Brücke. Der Ersatzneubau von 3 Stützbauwerken und der Neubau von 2 Böschungssicherungen, Restarbeiten werden noch bis Ende August ausgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,2 Millionen Euro und werden zum größten Teil aus dem Sonderprogramm Erhaltung Staatsstraßen finanziert. Der Anteil der Gemeinde Seematal beträgt rund 1 Million Euro. Der Anteil der mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom GmbH rund 100.000 Euro. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen jedoch bald noch einmal mit baulichen Einschränkungen rechnen. Denn mit Abschluss der Restleistungen wird nördlich der bisherigen Baustelle in Kranzahl zwischen der Einmündung Dorfstraße und kurz hinter der Eisenbahnbrücke auf rund 450 Metern zusätzlich eine Deckenerneuerung durchgeführt. Für die Dauer der Baumaßnahme vom 19. August bis 6. September ist eine erneute Vollsperrung und die bisherige Umleitungsführung erforderlich. Die Oberschule Ehrenfriedersdorf ist mit Erinnern, wir gegen das Vergessen eine von 30 Schulen in Sachsen, die ein Denkmal adoptiert haben. In Ehrenfriedersdorf ist es das Denkmal für die Opfer des Faschismus. Dazu sagt Landrat Rico Anton erfreut: Es gehört zu einer sehr wichtigen Aufgabe, die Kulturgüter unserer Vorfahren zu pflegen, zu erhalten und zu bewahren. Ich freue mich daher, dass sich junge Menschen im Erzgebirgskreis dieser Aufgabe mit ihrem Projekt verschrieben haben. Vom Freistaat gibt Projekt Pegasus, Schulen adoptieren Denkmale, eine finanzielle Unterstützung von 250 bis 500 Euro. Pegasus ist ein Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen, mit weiteren Kooperationspartnern. Das Schloss Schwarzenberg ist bei Brautpaaren durchaus beliebt. Generell fällt die Auswahl nach dem passenden Ort für das Jawort im Standesamt Schwarzenberg schwer. An insgesamt 11 Trauorten können sich Brautpaare im gemeinsamen Standesamtbezirk Schwarzenberg, Raschau-Markersbach und Grünhain-Beierfeld trauen lassen. Die Trauorte sind dabei ganz unterschiedlich, wunderbar individuell und traditionell. Auf Schloss Schwarzenberg sind der kleine Festsaal, die Schlossstube sowie das Goldschmiedezimmer im Angebot. Heiraten kann man im Hochzeitsparadies Schwarzenberg auch im Eisenbahnmuseum.
Im Jahr 2009 wurde ein königlich-sächsischer Eisenbahnwaggon aus dem Jahr 1884 vorgestellt, nachdem er zum Hochzeitswagen geworden ist. Ein weiterer Ort für die Eheschließung in Schwarzenberg ist der Ratssaal im Rathaus. Auf den Spuren der Bergleute können Paare im Standesamt Schwarzenberg im Besucherbergwerk Zehnkammern Pöhler oder im Besucherbergwerk Herkules Frischglück Waschleite den Bund fürs Leben schließen. Auf dem Stadtgebiet von Grünhain-Beierfeld stehen außerdem der König-Albert-Turm sowie der Ratssaal im Rathaus Heiratswilligen offen. In Raschau-Markersbach sind der Trausaal im Rathaus sowie die Süßmühle für den schönsten Tag des Lebens vorgesehen. Wie es heißt, sind der Mühlenboden in rustikalem Stil und die gepflegten Innen- und Außenanlagen mit Brunnen, Mühlstein und verschiedenen Gärten ein auserwählter Ort für romantische Trauungen und Fototermine. Terminvereinbarungen für Eheschließungen werden für alle Trauorte ausschließlich durch das Standesamt Schwarzenberg vergeben. Ein Wunschtermin kann bereits ein Jahr im Voraus unverbindlich reserviert werden. Aktuell bringt es das Standesamt Schwarzenberg in diesem Jahr auf bisher 85 Hochzeiten. Für Brautpaare, die im Schloss Schwarzenberg den Bund der Ehe eingehen, gibt es in Kürze auch noch ein ganz besonderes Geschenk von der Standesbeamtin. Ein Gutschein soll den Eheleuten jedes Jahr zum Hochzeitstag freien Eintritt in das Museum Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, ermöglichen. So kann man sich in den altehrwürdigen Räumen des Museums an den besonderen Moment der Eheschließung erinnern. Aktuell wartet im Perla Castrum allerdings die Sonderausstellung Mittelalterliche Folterinstrumente. Wie das mit der Ehe zusammenpasst, das lassen wir offen. Ob verheiratet oder nicht, vielleicht nutzen Sie ja auch das diesjährige Schwarzenberger Altstadt- und Edelweißfest für einen Besuch der Sonderausstellung. Von Freitag, den 16. August, bis Sonntag, den 18. August, sind drei tolle Tage für die Alt- und Vorstadt angekündigt. Gleich nennen wir Veranstaltungen fürs kommende Wochenende. Vorher aber erst die klugen Sprüche. Haar mit Land und kluge Sprüch. Das gibt sich, sagen schwache Eltern von den Fehlern ihrer Kinder. Oh nein, es gibt sich nicht, es entwickelt sich. Marie von Ebner-Eschenbach. Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen. Peter Ustinov. Aktuell sind laut der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz im Erzgebirgskreis noch rund 500 gemeldete Ausbildungsstellen unbesetzt. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind noch 350 der erfassten Jugendlichen ohne Lehrstelle. Es ist auch jetzt noch eine große Auswahl an freien Ausbildungsplätzen verfügbar. So stehen Stellen im Einzelhandel und im Verkauf, aber auch Köche und Berufe in der Metall-, Fähr- und Bearbeitung zur Besetzung. Cordula Hartrampf-Hirschberg,
Leiterin der Annaberger Arbeitsagentur, sagt: Im Rahmen des Sommers der Berufsausbildung nehmen wir uns vor allem dieser Jugendlichen an, bündeln unsere Aktivitäten, um ihnen einen Ausbildungsplatz in der Heimat zu sichern und ihnen damit einen guten und passgenauen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Am 13. August von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr können junge Menschen und deren Eltern ohne Termin in der Berufsberatung vorsprechen und sich zu freien Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Das Angebot wird in Annaberg-Buchholz, Aue, Marienberg und Stolberg gleichermaßen zur Verfügung stehen. Dort gibt es zudem eine Vielzahl an Berufen, in denen man beruflich durchstarten kann. Parallel bieten wir die Möglichkeit einer Videoberatung mit den Berufsberatern, wo man gemeinsam mit den Eltern virtuell vorsprechen und seine Fragen zur Berufswahl adressieren kann. Immer am letzten Sonnabend im August feiert Auebad Schlemers tschechische Partnerstadt Kadan den Kaisertag. Mit dem Fest wird an ein bedeutendes Ereignis erinnert, als der römische Kaiser und böhmische König Karl IV. Im Jahre 1367 die Stadt besuchte. Für die in Auebad Schlemer von Danny Weber organisierte Bürgerfahrt zum Kaisertag nach Kadan gibt es noch 10 freie Plätze. Eine Anmeldung ist in der Auer Stadtinformation möglich. Das zweite Augustwochenende 2024 ist im Erzgebirge außergewöhnlich reich an Veranstaltungen. Wir nennen einige im Schnelldurchlauf. Annaberg Buchholz, Kunersdorfer Waldfest vom 9. bis 11. August. Tag der offenen Höfe und Gärten in Buchholz am 10. August von 13 bis 17 Uhr sowie 23. Kinder- und Straßenfest auf der kleinen Kirchgasse in Annaberg am 10. August ab 12 Uhr. Bockau, 17. Bockauer Bergpreis am 10. August, Start 10 Uhr. Burkhardsdorf, Vereinsfest des FSV Burkhardsdorf am 10. August ab 14 Uhr. Grottendorf, Sommer- und Lichterfest vom 9. bis 11. August im Park Grottendorf. Ehrenfriedersdorf, drittes Musik-Nainerla am 10. August ab 14 Uhr mit 9 Bühnen in der Innenstadt. Grünhain-Beierfeld, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Beierfeld vom 9. bis 11. August auf dem Festgelände Spiegelwaldhalle. Jöstadt, Wildbachfest Steinbach am 10. August und Steinbacher Ziegentreffen am 11. August. Lauter-Bernsbach, Waldfest Oberpfannenstiel vom 9. bis 11. August und 111 Jahre Lauterer SV Viktoria vom 9. bis 10. August auf dem Sportplatz Ludwig-Jahn-Straße. Lugau, Sommernachtsball am 10. August ab 18 Uhr in der Kreuzkirche. Oberwiesenthal, buntes Familienprogramm zum Erz24 des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal am 10. August in der Sparkassen-Ski-Arena. Oelsnitz Erzgebirge, Festwochenende 100 Jahre Stadtrecht vom 9. bis 11. August. Olbernhau, 7. Hobby- und Kreativtag. Selbstgemachtes am 10. August von 10 bis 17 Uhr an der Seigerhütte. Scheibenberg, 30 Jahre Turm auf dem Scheibenberg am 10. August von 14 bis 22 Uhr. Schneeberg, Haldenbeben auf dem Gelände des CVJM Schneeberg Neustädel am 10. August ab 12.45 Uhr. Schwarzenberg, Konzerte auf der Waldbühne an den Abenden vom 9. bis 11. August. Jahresringe, Bäume, die ins Auge fallen.
Im Frühjahr ergrünt die Natur. Seit mehr als 200 Jahren ist eine Stieleiche auf dem unteren Markt in Schwarzenberg mit dabei. Der Baum wurde nachweislich am 16. September 1818 gepflanzt. Anlass war damals das 50-jährige Regierungsjubiläum von König Friedrich August dem Gerechten. Der heute etwa 20 Meter hohe Baum trägt daher die Bezeichnung Königseiche. König Friedrich August der Gerechte regierte Sachsen bis zu seinem Tod im Jahr 1827 fast 6 Jahrzehnte. Das schaffte zuvor und danach kein anderer Monarch. Schatten spendet das Naturdenkmal Königseiche nicht nur, wenn es in Schwarzenberg beim Altstadt- und Edelweißfest heiß hergeht. Dann wird der Platz rund um den imposanten einzelnen Baum zum Mittelaltermarkt. Landtagswahl Sachsen 2024. Sie sehen nun eine Wahlwerbesendung. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich. Unsere Heimat steht vor großen Herausforderungen. Es liegt an uns, für Sicherheit und Erfolg zu sorgen. Wir wollen, dass Sie ohne Angst vor Altersarmut leben können. Und setzen auf die fleißigen Menschen unseres Landes. Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel für Sachsen aufschlagen. Ein Kapitel von Ordnung, Sicherheit, Freiheit und Frieden. AfD, damit Sachsen Heimat bleibt. Landtagswahl Sachsen 2024. Sie sahen eine Wahlwerbesendung. ErzTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat am 5. August den Standort der Wismut GmbH bei Aue-Bad Schlema, Schacht 371 in Hartenstein besucht. In den Blickpunkt gerückt wurden die Digitalisierung und Verfügbarmachung von Rohstoffdaten im Sinne der nationalen und sächsischen Rohstoffstrategie sowie die Grubenwehraktivitäten der Wismut und ihre zentrale Rolle für die Sicherheit und den Schutz in der Bergbauregion. Außerdem stellte die Wismut Stiftung GmbH den künftigen Präsentationsort für das Wismut-Erbe Schacht 371 sowie die ersten Pläne für das Ensemble im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2025 vor. So ist geplant, im Sommerhalbjahr 2025 in der unter Denkmalschutz stehenden Schachtanlage über Tage eine Ausstellung auf Zeit einzurichten. Der Schachtkomplex 371 in der Uranbergbaulandschaft ist Teil des Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge Krushnohorie. Am 6. August hat die Wismut GmbH dann ihren Umweltbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht fasst die Ergebnisse der Sanierungsarbeiten und der Umweltüberwachung des vergangenen Jahres zusammen. 2023 wurden 128,9 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt in die Sanierungstätigkeiten investiert. Seit Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Jahr 1991 wurden insgesamt 7,2 Milliarden Euro von der Bundesregierung bereitgestellt. Ein Thema im Wismut-Umweltbericht 2023 ist die Verwahrung von Tagesschächten, die mit der Verfüllung der Schachtröhre vom Schacht 208 in der Lagerstätte Schlema-Alberoda besiegelt wurde. Als Krönung der mehrjährigen Arbeit auf dem Tölleberg in Bad Schlema wurde am 20. April 2023 die Betonblombe im Schacht gegossen.
Fast 1000 Kubikmeter Beton kamen dafür kontinuierlich in die Schachtröhre. Der vollständige Bericht kann bei Interesse unter wismut.de heruntergeladen werden. Nochmal zurück zum Besuch des Ministerpräsidenten bei der Wismut in Hartenstein am 5. August. Da stiegen zunächst Brieftauben zum Himmel empor. Das wird eine Szene in einem Wahlwerbespot sein, der im Auftrag von Kretschmer ansteht. Zu einem sogenannten Brandgroß wurden die Feuerwehren Eibenstock, Bockau, Sosa, Schönheide und Karlsfeld am Dienstagnachmittag in den Eibenstocker Ortsteil Blauenthal gerufen. Im Übungsszenario bei einer Firma gab es einen Brand einer Maschine in einer großen Werkhalle mit einer starken Rauchentwicklung. Zudem musste 6 Verletzte in der Halle gefunden werden. Nachdem die Einsatzkräfte eine Wasserversorgung hergestellt hatten, indem sie Wasser aus der Mulde pumpten und einem Hydrant nutzten, gingen 3 Angriffstrupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die Halle. Der simulierte Brand konnte schnell ausfindig gemacht und gelöscht werden. Parallel wurden die Personen bzw. Übungspuppen gesucht und gerettet. Danach konnte die Übung beendet werden. Zuletzt wurde die Übung ausgewertet. Insgesamt waren 58 Einsatzkräfte, waren mit 9 Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Bürgermeister von Eibenstock und Bockau schauen sich die Übung an. Die Feuerwehr Schönheide hatte dann am späten Abend noch einen Ernstfall. Auf der B283 Muldenstraße musste ein in Brand geratenes Fahrzeug gelöscht werden. Wie die Stadtverwaltung Auebad Schlema mitteilt, wurden passend zum Schulstart für die Schulbibliotheken der Schulen Auerhammer und Celle neue Bücher angeschafft. Beide Bibliotheken laden zum Stöbern und Entdecken ein. Mit einem Festakt wird am 18. August 2024 das offizielle Ende der Baumaßnahmen der Kohlewelt Museum Steinkohlenbergbau Sachsen in Oelsnitz, Erzgebirge, begangen. An diesem Tag möchte der Erzgebirgskreis als Träger der Baumaßnahmen gemeinsam mit dem Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises als Museumsträger der Öffentlichkeit präsentieren, was bisher geschaffen und erreicht wurde. Es wird die einmalige Chance geben, die Kohlewelt in einem Stadium kurz vor der Fertigstellung zu erleben und noch einmal einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen. Für junge Gäste wird unter anderem der Erlebnisspielplatz Zwergenschacht an diesem Tag nach mehrjähriger Schließung wieder begehbar sein. Aktuelle Informationen unter www.kohlewelt.de. Mit dem Kajak auf dem Wasser. Das bedeutet Freiheit für mich. Nur vor 3 Jahren haben mir Gelenkschmerzen in meinen Schultern richtig zu schaffen gemacht. Ein guter Freund hat mir dann Rosaxan empfohlen. Das hat richtig gut geholfen. Und jetzt kann ich wieder kraftvoll paddeln und die Natur genießen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Design, Beratung, Realisierung, Hosting. Ja, alles fürs Web. Und die IT dahinter? Klarne, Beratung, Installation, Sicherheit, Service, Support. Aus einer Hand? Natürlich. Und einen Shop. Einen Shop brauche ich auch. Machbar, ne? Und sogar in 3D. Denkarbeiter. Denken und arbeiten. Denken beim Arbeiten. Ja, gibt's nicht oft. Digital. Alles digital. 30 Jahre Erfahrung. Na dann, die kommen sogar ins Haus. Cool. Und sind bei Facebook. Like. Instagram. Like. Denkarbeiter. Eine Marke der Kabeljournal GmbH. Web und IT aus einer Hand. Macht Sinn. Like. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag.
Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3, Ihr Anschluss an die Zukunft. Draußen viel zu kalt zum Baden? Das Dr. Kurt Geithner Bad und die Stadtwerke Schneeberg laden Sie ein und präsentieren Ihnen die Tagesbilder. Wie das Wetter auch wird, das Dr. Kurt Geithner Bad und die Stadtwerke Schneeberg laden Sie zum Baden ein und wünschen einen schönen Tag.